Sound kann ich erst danach richten. Das mache ich einmal kurz so. Ihr seht gleich was, keine Angst. So, das ist die Charaktererstellung. Da bin ich mal gespannt, ob das geht. Ja, also ich habe es die letzten Tage etwas angespielt. Nur nicht wirklich viel. Nur nicht so, wie es wahrscheinlich machen müsste. Hätte sollen tun. Aber das hat meine Katze einen Mäusekopf. Echt? Ich kann das hier leider schlecht erkennen. Es ist relativ klein gehalten. Deswegen. Ich muss aber die Kätzchen einmal nach hier verfrachten, glaube ich. Beziehungsweise nach da verfrachten. So, das kann ich einmal festpinnen. Das kann ich einmal hier hinpinnen. Ich muss das leider nach hier unten wandern. Weil ich sonst keine andere Möglichkeit habe, die Chatboxen auszublenden. Wo ich mit Follow und chatten muss, weiß ich selber noch nicht. Das muss ich dann sehen, wenn wir drin sind. Wir spielen jetzt Final Fantasy 14. Das werden meine ersten Versuche sein, dieses Spiel zu spielen. Ich habe damals bis Level 20 geschafft, das war aber vor 2 Jahren. Und jetzt habe ich letzte Woche einen privaten Charakter angefangen, damit ich nicht ganz blind bin. Und keine Ahnung habe, was ich hier tue, sondern ein bisschen mehr weiß. Und ja. Das ist jetzt Final Fantasy 14. So, wir werden auf jeden Fall eine Frau spielen. Also ich werde eine Frau spielen. Ich bin lieber es in solchen Spielen, eine Frau zu sein. Das ist ein neutraler Hintergrund. So. Madel. Okay. So, wir haben hier einmal die Huron. Ich glaube, das sind halt ja ganz normale Menschen, gehe ich mal von aus. Dann haben wir so elfenähnliche Wesen, die etwas sehr riesig sind, habe ich so das Gefühl. Dann so kleine süße Püpfelchen hier. Die Lalafell. Ich halte für gewöhnlich nichts von kleinen Waffen, Völkern. Ich liebe es, wenn ich etwas größer bin. Ich bin sowieso schon Erdnuckel, also. Ne. Das sieht schon sehr anders aus als mein letztes Elfenspiel. Ja, wie gesagt, das hier ist halt Final Fantasy 14 Online. Es gibt auch noch Final Fantasy 11 Online. Aber das habe ich selber nie gespielt. Und ja. Von den Hauptteilen, also von den Offline-Teilen, habe ich eigentlich fast alle mittlerweile gespielt. Außer ein paar ältere Teile. So, also ich werde mich definitiv für diese Katze hier entscheiden. Die Katzenrasse. Wir haben dann hier auch noch. Ich weiß nicht. Ja, noch auf der PS1 gespielt, in den dritten Teil oder so. Wahrscheinlich meinst du Final Fantasy 6, glaube ich. Der wird ja in einigen, oder wurde in einigen Ländern, glaube ich, als Teil 3. Er kam, glaube ich, als Teil 3 in einigen Ländern raus. Gut, für PS1 gab es ja auch noch 7, 8, 9, 1 und 2 und 4 und 5. Also alle außer den eigentlichen Teil 3. Der eigentliche Teil 3 kam nur auf NES und DS und PSP, meine ich. Und Steam. Jetzt, mittlerweile, 100 Jahre später. So, das hier ist... Ich weiß nicht, ob es eine Echse, ein Fischwesen, ein... Ich habe keine Ahnung, was darstellen soll. Sie haben auf jeden Fall Schuppen. Das ist etwa 15 Jahre her. Ja, das ist wirklich eine etwas sehr lange Zeit. So, dann haben wir hier einmal so einen Brecher. Also ich spiele tatsächlich regelmäßig Final Fantasy.
ist halt eines meiner liebsten Spielereien. Und ich tendiere meistens zwischen dieser wunderbaren Rasse hier, meiner Lieblingsrasse aus dem 12. Teil, oder halt der Katzenrasse. Ich bleib aber bei der Katzenrasse, weil ich da schon einen perfekten Namen für habe. So. Wir haben dann einmal die Goldtatzen. Ja, die beten anscheinend die Sonnengöttin an. Am häufigsten trifft man Goldtatzen in Einöden, wie die Sargoli-Wüste an, aber sie leben auch in den Städten. Viele von ihnen in Limsa Lominsa, okay. Wer sind mit der schwarzen Klamotten, die so ähnlich aussieht wie dann die Figur Yennefer? Nein. Einfach nein. Und die Sampfoten, ja. Das kommt doch alles noch. Das kommt doch alles noch. Gut, nee, ich glaub. Guck grad mal. Attribute zu Beginn des Spiels. Ich glaube, ich wäre lieber eine der Goldtatzen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. So, dann können wir hier jetzt unendlich viel auswählen. Unendlich viel. Wir fangen hier bei der Körpergröße an. Wir sind mini. Wir machen uns mal so groß, wie es geht. Das sind so Katzen, ja. Das sind so Katzenwesen. Und ich habe ein Faible für Katzen. Deswegen Katzen. Einfach nur Katzen. Ich liebe Katzen. Ich könnte eine Armee von Katzen erstellen. So. Hey, die Bubis. Gut, wir können einfach so. Wir könnten aber auch ein Flachland sein. Ich finde, das ist ein bisschen. Komm, wir bleiben bei 70. Das ist. Also, wir machen auf 70. Das ist ein gesundes Maß. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, Hautfarben. Gott, gibt es nicht alles. Ist ja das passend zum Rest, ja. Ich meine, ich kann ja nicht. Ich bin schon Erdnuki, da kann ich nur einen Vorbau haben wie. Ne? Ich glaube, hätte ich die mit den, also diese Viera genommen, die diese Hasenohren hatte, dann hätte ich wahrscheinlich, schon ein bisschen mehr gemacht. Aber ich finde, so passt das eigentlich. Das unterscheidet sich vom Original herzlich wenig hier. Gibt es hier nicht noch irgendwo, wo man es besser sieht? Ja, hier. Das sieht doch ganz gut aus. So, die Schwanzform. Wir haben hier einmal so ein Wildschwänzchen. Mein Favoritenschwanz. Ja, dann sowas hier. Sowas hier. Ich glaube, hier kann man dann später. Ich weiß nicht, ob man da auch noch die Farbe ändern kann, wo es hier dann so rot markiert ist. Bin mir dann nicht ganz so sicher. Aber ich glaube, ich hätte gerne den hier. Schwanzlänge. Das ist doch ein bisschen sehr lang, oder? Wir machen auf 15. Hallo, ich... Wir bleiben bei 51. 51 passt. So, oh Gott, Frisuren. So, das kann jetzt eine Stunde dauern, bis ich hier meine Frisur ausgewählt habe. Da bin ich tatsächlich mein Mädchen. Ich brauche ewig für Frisuren. Die Frise ist witzig. Ja, eben. Ich muss mit dem Charakter eine ganze lange Zeit rumlaufen. Da kann ich nicht aussehen wie. Was soll der Zipfel da oben? Herr Zipfel. Das geht aber. Nee, das sind alles hier gerade so.
Das sieht ganz niedlich aus, aber nein. Da werden die Zipfel immer mehr. Zu niedlich. Ja, das geht schon eher in die Richtung. Okay, ich mag auch Katzen so im eigenen... Hallo! Ey, lass die Katzen in Ruhe, ja? Ich mag Katzen ganz dolle. Ja, oh Gott, ich liebe Katzen. Sonst hätten sie, ich glaube, sonst hätte ich auch nicht drei liebe, süße Fellpfoten, Fellnasen da oben. Ich kann nicht ohne Katzen. Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Das ist eine der wenigen Sachen, für die ich meine Eltern echt dankbar bin, dass ich Katzen haben durfte als Kind. Weil ich liebe Katzen. Katzen sind super. Das sind aber... Die Frisur würde auch noch gehen. Ja gut, das ist dieselbe mit Pony. Ach du... Ach ja, okay, nee. Gibt es hier nicht noch andere? Die geht auch, aber ich habe schon zwei Ohren. Da brauche ich nicht noch die zwei Bommel da an der Seite. Ich wollte mich ja eigentlich mal für eine andere Frisur entscheiden. Aber ich befürchte, es läuft wieder auf meine Standardfrisur hinaus, die ich eigentlich jedes Mal nehme. Das war die hier. Die hatte ich in echt auch schon mal. Hat mich Stunden gekostet. Bäume wirst du bleiben, die Zeit dran. Ich habe meine Katze noch nie an Bäume geworfen. So, warte, ich möchte erstmal das Haupthaar ändern. Du machst uns kein anderes Tier. Ah, herrlich. So, bleiben wir bei einer normalen Farbe? Ich hätte hier gern so ein richtiges Orange und nicht hier so ein Larifari. Ich bin jetzt beim Lachen. Du, das glaube ich. Das glaube ich dir gerne. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das und hier ist nur noch die Strähnsche. Die Strähnsche. Machen wir mit den... Die Strähnsche. Geht das? Doch, das geht eigentlich, oder? Ja, ist jetzt nicht so originell, dass ich weiß, aber... Achso, das sind die Dinger hier im Gesicht. Die sehen eigentlich ganz cool aus, aber ohne gefällt es mir eigentlich auch. Ich glaube, wir machen ohne. So, Augenform. Oh Gott, was man hier nicht alles einstellen kann. Ja, wir bleiben bei groß. Augenfarbe. Ganz ehrlich, wir nehmen einfach mal meine. Doch, das, die Farbe passt schon. So ein richtiges Grün-Braun gibt es leider nicht. Aber das passt schon. Ach, du grüne neuen Nasen. Aber ich glaube, ich bin mit der Nase bereits zufrieden. Ich zerstöre mit den Nasen immer so viel. Ich glaube, ich bleibe da einfach bei. Zaubern. Lippenfarbe, um Gottes Willen. Will man denn noch alles einstellen?
Mach die Welt schrecklich. Die Katze möchte halt einfach nicht. So, jetzt können... Ah, hier können wir uns dann so... Ja, nee. Nee. Zerstören. Was soll das für ein Tattoo sein? Okay. Tattoo-Farbe brauchen wir nicht. Merkmale. Wie das sieht eigentlich... Sieht süß aus. Plötze rufen. Sag mal. So. Das finde ich ganz schön. Oh je, Stimme. Ich glaube, die klingt ganz normal. Das wird ja immer schlimmer. Gut. Also, die Nummer 6 klingt wie ich, wenn ich einen sehr, sehr guten Tag habe. Und ein bisschen abdrehe. Scheiße. Okay. Wir bleiben bei 2. So. Das hier wäre unser Charakter. So viel zu, ich ändere mal wieder die Farbe. Ja. Gut. Ja, Einstellung speichern. Ja. Yep. Nein, ohne Kommentar. Okay. Mm. Ach ja. Eosäischer Kalender. Hat das irgendeine Bewandtnis? Ich weiß es nicht. Die Lehre des Lichtes ist immer in einer Lehre des Schattens im Wechsel. Ja, des Lichtes entwickeln sich die Sterblichen zu Bütum in der Ära des Schatten einer Katastrophe heimgesucht und dazu gehen. Wie viele Jahre eine Ära zählt, wird ist nicht vorherzusehen. Doch jedes Jahr besteht aus 12 Monaten, 6 Lichtmonden und 6 Schattenmonden. Oh Gott. Du hast permanent so gesprochen und auch so gelacht. Ähnlich ist es ja schön und gut, aber nach 10 sind die nicht mehr ausreiten. Oh Gott. Ich kenne auch solche. Aber wenn das dann echt übertrieben ist. Ja. Nicht nett. Kann lustig sein, aber ja. Ne? Muss nicht. So, wir wählen jetzt hier einfach irgendwas. Hier ist der Lichtmond, das passt. Göttin der Flüsse, Göttin der Planeten. Was ist das hier alles? Wir nehmen einfach. Ich denke, das kommt. Naja, ich hätte das auch so machen können. Das ist klassentypisch. Das ist viel anhaben. Das ist viel anhaben. Da geht das noch. Und das ist halt komplett in Unterwäsche. So. Was will ich? Was? Magier ist gleich komplett raus. So, wir haben einmal Gladiator. Der Meister der Schwerter. Egal, ob sie sich um ein oder zwei schneidige Klingen, Krummsäbe oder Langschwerter handelt. Das hier wäre der Faustkämpfer. Kann ich auch einmal klassentypisch einmal machen. Sieht aber irgendwie seltsam aus. Marodeur. Zwei nicht geführten Äxten. Schnappt ihr die Maus? Ein Dragoon. Sieht aus wie Cecil aus Teil 4. Pekinier nützen die überlegenen Reichweite der langen Stangenwaffen, mit denen sie einen Wirbelsturm aus Schlägen und Stößen entfachen. Und den Waldläufer. Ich glaube, das wird wieder meine Klasse. Befürchte es. Das sind die Druiden. Ich nehme an, sowas wie Weißmagier. Nutzen eine animistische Form der Magie, um die elementaren Urkräfte der Natur zu manipulieren. Ihren Zauber zu weben. Okay.
Thaumaturg. Das sieht eher nach Schwarzmagier aus. Ja, kann Kunst der Thaumaturg entfaltet eine verheerende Macht und bringt Unheil und Verderben über ihre Opfer. Hermetika. Ja, gut. Wir können es ja irgendwann nochmal machen, dass wir vielleicht noch andere Klassen ausprobieren. Ich glaube, man kann während des Spiels kann man, glaube ich, auch noch die Klasse wechseln oder noch eine Klasse zusätzlich wählen. Glaube ich, verbessert mich, wenn ich falsch liege. Soweit kam ich bisher noch nicht. Ich würde deswegen erstmal vorläufig erstmal den Weitläufer nehmen. Wenn es mir da noch nicht passt, können wir immer noch was anderes erstellen. Aber ich glaube, damit fahren wir erstmal ganz gut. Nein, ich würde gern die Welt ändern. Ich würde gern auf meiner anderen... Der geht ja. Okay, ich kann gerade nicht. Lol. Wieso ist... Ja, ich hab's gleich. Meine Soundkarte, mein Extern hat sich gerade verabschiedet, aus irgendeinem Grund. Oh Gott. So, passt. Warum ist die Welt voll, auf die ich will? Warum? Ich will diese Welt. Okay, gut. Dann nicht. Dann bleiben wir halt. Oh, komm, gehen wir auf Odin. Ah, passt dann. Ich wollte halt eigentlich auf Shiva, aber... Oder warte mal, kann ich... Jetzt vielleicht jetzt? Kann ich nachträglich da irgendwie noch? Nein. Kann man die Dinger nicht auch irgendwann mal übertragen oder so? Gut, wir bleiben auf Odin. Name. Ganz langweilig. Aber wie auch im Discord machen wir das jetzt so. Ja, ein neues Spiel mit dem Charakter beginnen. Ich habe in den letzten 3 Minuten das Lagerproblem mit Twitch gehabt. Ich habe das letzte Mal, wo du geschrieben hast, pass auf, ich mache das mal so, musste ich ja nicht dran halten. 1 steht für ja und 2 steht für nein. Das war das letzte. Was du geschrieben hattest. Falls der Sound zu leise oder zu laut ist, kann ich es gleich noch umändern. Und das mit dem Follower-Go muss ich auch nochmal irgendwie anders hinpacken. Gleich. Das kann ich aber erst sehen, wenn ich weiß, wie das Interface aufgebaut ist. Da hat es schon 1 Minute lang gestartet. Oh, okay. Heißt so. Kupplerkorb! Stimmt. Warte, wo ist mein Wasser? Da ist mein Wasser.
Ja, sorry. Ich wusste ja nicht, dass bei dir das Standbild ist. Sonst hätte ich die Klamotten nochmal zeigen können, aber. Hey, hey. Ich hasse es, wenn ich selber lesen muss. Das kann was werden. Alles in Ordnung, Kindchen? Du stöhnst ja im Schlaf und schwitzt, dass man das nicht mehr mit ansehen kann. Kommst du mit dem Äther hier nicht zurecht, Ja, manche sind empfindlicher als andere. Aber Kopf hoch. Du gewöhnst dich dran. Ja, mein Freund ist wieder von den Toten erwacht. Mokris! Katzen unten können ja noch mehr springen. Ja, ich weiß nur leider nicht alle Kommandos leider von den Kätzchen da. Aber es gibt, glaube ich, noch unendlich viele andere Kommandos. Es gibt auch, dass ihr untereinander Duelle machen könnt, aber da muss ich vorher noch einige Sachen einstellen. Deswegen, das kommt dann noch mit der Zeit. Geht's dir wieder besser, Kupo? Oh, du kannst uns sehen. Ich wusste es. Wie schön. Wir sind Mokris und wir leben im Wald. Oh, ich will Mokris haben. Ich will haben. Wobei, ich habe einen. Der steht da hinten. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme. Komm, doch, vielleicht kommt mein Mokri hier mit nach vorne. Leute können uns nicht nur sehen. Können uns nur sehen und hören, wenn wir es wollen, Kupo. Das bedeutet, du bist jemand Besonderes. Dann weißt du vielleicht sogar schon Bescheid? Der Wald ist in Unruhe, Kupo. Hast du von den seltsamen Dingen gehört, die hier passieren? Mein Stummelbeinchen. Na, da mach dir keine Gedanken, Kupo. Nein, Kupus werden nicht erschossen. Aus! Böser Dattelmatz. Ganz, ganz böse. Friedlich zu den Kupus, ja? Scheiße. Friedlich zu den Mokris. Gott. Zu den Kupus, genau. Sei einfach vorsichtig. Wir müssen weiter. Bis bald. Ich will Kupo haben. Das wie kann nichts. Oh! Eine Armee an Mokris. Und wieder zur Pulle. Ja, scheiße. Zu viel gesoffen. Ist noch ein gutes Stück bis Gridania. Plaudern wir doch ein bisschen, wo du schon wach bist. Die da haben nämlich nicht so viel für Gespräche übrig, wie es scheint. Scheinbar nicht. Bremont ist der Name. Händler. Freut mich über alle Maßen. Und du? Bist wohl eine Abenteurerin, was? Sonst wärst du nicht so ausstaffiert. Voll ins Schwarze. Wusste ich's doch. Der Ruf der Freiheit. Ruhm und Ehre. Das wahre Leben. Solange du es hast, versteht es sich. Versteht sich. Ist ja kein Geheimnis, dass die meisten von euch draufgehen in Zeiten wie diesen. Und wie bist du aufs Abenteuer gekommen, wenn ich fragen darf? Gar nichts? Schokoboss! Bitte, ich werde dich nicht löchern. Ist ja auch deine Sache. Und dem alten Bremond würde ich das schon gar nicht auf die Nase binden, wenn ich du wäre. Ich meine, jeder hat ein Geheimnis oder zwei. Ich habe Dutzende. Und die bleiben auch besser geheim. Deswegen stecke ich auch meine Nase nicht in fremden Angelegenheiten. Aber merk dir eins, es gibt Wichtigeres als Skill und Ehre. Klar, nichts ist umsonst, aber der Tod kostet das Leben. Halt! Anhalten! Hörst du das?
wenn man davon spricht. Wow. Was ist denn los? Ein Gefecht mit den Ixal. Wir haben die Länge, wir haben die Lage unter Kontrolle, aber fürs Erste ist die Durchfahrt gesperrt. Wir. Verflucht, wir halten sie auf. Versucht mit der Kutsche durchzubrechen. Fahrt! Das war aber näher, als mir lieb ist. Nett, für die nächste dich willkommen zu heißen, oder? Scherz beiseite. Das wird nicht der letzte Treffen mit dem Federvieh gewesen sein. Bleib immer schön auf der Hut, hörst du? Bist du eigentlich zum ersten Mal in Gridania? Ja. Im Ernst, wenn das so ist, dann lass dir mal von einem Ortskundigen erklären, was hier läuft. Gridania ist eine Waldstadt mitten im Finsterwald oder auch Wald der Einkehr, wie ihn die Bewohner nennen. Eher finster als Einkehr, würde ich sagen. Alles voller wilder Viecher, die dir an den Kragen wollen. Vor allem diese Ixal. Als ob die Katastrophe vor ein paar Jahren nicht schon genug angerichtet hätte, machen sie den Gridaniern seither das Leben schwer. Was macht ihr denn da? Die armen Katzen. Ah, endlich. Hier ist die Waldstadt Gridania, behütet von den Gebieten, gesegnet mit dem Schätzen der Natur und mannigfachem Ungetier. Der Finsterwald, das uralte Waldgebiet im Herzen Eoseas. Hier liegt der Stadtstaat Gridania, das kulturelle und spirituelle Zentrum des Waldreichs. Einst war es ein Zufluchtsort vor allen Gefahren außerhalb des Hags. Doch nicht einmal die Gebieter, mächtige Wesen des Finsterwaldes, vermochten die siebte Katastrophe. Hey, Lavarama! Ja, ich starte gerade neu in FF14. Auch hier ich hab's jetzt nur, wurden unzählige ab und an mal privat gespielt. Hoffnung beraubt. Max Level 20 damals. Und jetzt versuche ich das mal durchzuziehen, das Spiel. Mal sehen, ob es mir gelingt. Doch nun erscheint jemand, dachte, Besonderes, Stream passt, ja. Noch nichts von seinem Schicksal ahnend. Wie kann man das mal machen? Pack mir den Apfelkuchen mit Schuss. Hier beginnt dein Abenteuer. Alles Glück der Welt, Kind. Es war mir ein Vergnügen. Ich muss auf dem Markt nach dem Rechten sehen und dann geht's gleich weiter. Keine Zeit zum Däumchen drehen. Ich habe meine Formation. Einfach so komplex. Ja. Ich kam anfangs auch überhaupt nicht mit klar. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt so schnell wieder reinkomme. Ich habe mir. Ich glaube, Freitag war es. Habe ich mir das erste Mal wieder einen privaten Char erstellt. Bin noch nicht großartig weit gekommen. Und dann dachte ich, ja komm, machst du das jetzt am Montag im Stream. hier, das gebe ich dir dafür, dass du vorhin meinen Hintern gerettet hast. Ja, das ist lieb, danke. Du hast mir immer noch nicht deinen Namen verraten. Na, aber viel wichtiger ist ja Folgendes. Dass du eine große Heldin wirst und ich dann allen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das? Ja. Bin nochmal eben im Lurch-Modus. Welche ja, außergewöhnliche mach das. Rolle wird sie in der Geschichte des Reiches noch spielen? Möge ihr Abenteuer beginnen in der gesegneten Waldstadt Gridania. Juhu!
Leaks. Allein schon die Musik ist toll. Ich glaube, wie ewig ist es her, dass ich mir diesen Anfang angeguckt habe. Du da! Ja, du! Dein Gesicht ist mir nicht bekannt. Nein, dich kenne ich nicht. Du bist ein Abenteurerin, hm? Nun denn. Als Wache des Klageregiments muss ich jeden in Augenschein nehmen, der in die Stadt will. Das geht auch für dich. Los, steh nicht herum wie angewurzelt. Muss ich echt alles lesen? Reicht das auch, wenn ich das in Zukunft überfliege? Ich glaube, das könnte sonst sehr, sehr lange dauern mit dem ganzen Lesen. Willkommen in Gridania. Du erhältst nun eine kleine Einführung in die Grundlagen des Spiels. Bitte wähle aus, womit du das Spiel steuern möchtest. Maus und Tastatur. Nie wieder mit Controller. Weg damit. Ja. Gut. Ja, ich weiß, ich darf da nicht lang. So. Ich glaube, das passt hier erstmal noch. Spielsteuerung. Das. Sehr schön. Muss das rein und rauszoomen. Super. Doch. Fortschritt während der Aufträge. NPCs, die Aufträge anbieten, erkennt man an den Ausrufezeichen über ihren Köpfen. Mache einen Rechtsklick auf das Zeichen, um das Auftragsfenster zu öffnen. Brauche ich nicht. Aufträge annehmen. Wenn du im Begriff bist, einen Auftrag zu beginnen, erscheint ein Fenster mit einer kurzen Anleitung und der Vergütung, die du erwarten darfst. Mit annehmen fügst du den Auftrag deiner Aufgabenliste am rechten Bildschirmrand hinzu. Okay. Also schickst du also wieder einen Grünschnabel in unsere Waldstadt geführt, ja? Du bist wohl auf Abenteuer aus. Dann pass mal gut auf. Bevor du jedem zweiten Bewohner unserer Stadt ein Loch in den Bauch fragst, empfehle ich dir, erstmal hiesige Abenteuergilde in Miuns Hexenstübchen aufzusuchen. Ich rede von dem Gebäude da vorne. Dann sprichst du einfach mit Miune? Die leitet nämlich den Laden, wie der Name vermuten lässt. Wir können nicht einfach jeden Fremden unbesehen in unsere Stadt lassen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Begib dich nun bitte zur Gilde und lass sie registrieren, ja? Alles klar. Du hast einen Auftrag angenommen. In der Aufgabenliste siehst du auf einen Blick, wie du den Auftrag erfüllen kannst. Okay. Yep. Hier würde eigentlich passen. So viel wird dir nicht geschrieben. Also alles vorlesen ist eine ziemlich große Aufgabe. Ja, denke ich auch. Ich weiß nicht, ich denke mal, es wird gekennzeichnet, was die Hauptquests sind, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so. Ich hab letzte Woche nicht großartig drauf geachtet, ob das jetzt gezeichnet wird. Jo, okay. Ja, dann reicht es ja eigentlich, wenn ich die Hauptquests durchlese, oder? Und die Aufträge. Sag mir das mit den Katzen, ist das von Twitch? Nee. Diese Katzen, die da unten laufen, die habe ich tatsächlich von Steam. Es gibt, man kann das halt kaufen, das nennt sich Stream Avatars. Und da kannst du halt aus unglaublich vielen Sachen deine eigenen Avatare auswählen, wie zum Beispiel Pokémon, Digimon, Final Fantasy Charaktere. Du kannst so vieles auswählen. Ich habe mich halt, weil, ja, ne, Katzen und so. Und dass ihr auch passt mit Discord, mit den Samtpfoten, was weiß ich. Dachte ich, das passt einfach, wenn ich da Kätzchen nehme. Und das kann man, glaube ich, für
12,99 €, glaube ich. Kann man sich das holen? Es gibt auch noch eine Erweiterung dazu, die braucht man aber nicht, weil die Hauptanwendung bietet schon so viele Möglichkeiten. Du kannst so viel einstellen. Ich muss mich da selber erstmal noch reinfuchsen. Ja, das reicht. Ist trotzdem noch genug zum Lesen. Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, Aufträge lesen und halt die Hauptquest. Denke ich mal, sollte. Gut, jetzt am Anfang wahrscheinlich sowieso diese ganzen Sachen hier. Aber... ja. Gott. Aber halt so die ganz kleinen Nebenaufträge, die werde ich glaube ich echt nicht vorlesen. Glaub, dann bin ich in 60 Jahren oder 70 Jahren noch nicht fertig. Brauche ich Ewigkeiten für. Die Schuhe sind cool, ich will die Schuhe haben. Ah, wen haben wir denn hier? Jemand mit aufgeschlossenem Herzen, in dem viele Fragen brennen. Du möchtest dich als Abenteuerin registrieren lassen, habe ich recht? Erst einmal herzlich willkommen in Gridania. Ich bin Mijun und das Hexenstübchen ist mein Reich. Denk nicht, dass hier sei eine gewöhnliche Gaststätte. Du befindest dich in der Abenteuergilde, der ersten Anlaufstelle für jenen, der auf kleinere oder größere Heldentaten aus ist. Was auch immer dich nach Gridania geführt hat, ich kann dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Umgekehrt erwarte ich von dir, dass du dich in Gridania nützlich machst und die notleidende Bevölkerung unter die Arme greifst. Auf den ersten Blick erscheint Gridania ruhig und friedlich, aber der Eindruck täuscht gewaltig. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Im Wald der Einkehr, der uns einst vor allem überschützte, treiben bestialische Ixal und hinterhältige Räuberbanden ihr Unwesen. Im Nordosten lauern die Truppen des Galaischen Kaiserreichs und die Wunden der Katastrophe sind noch lange nicht verheilt. Damit meine ich die Verwüstung vor 5 Jahren, als der verruchte Drache aus dem künstlichen Mond Dalamut hervorbrachte und sein Feuer auf Eosea herabregnen ließ. Das war ein Inferno, sage ich dir. Trotzdem sind unsere Erinnerungen an dieses schicksalhafte Ereignis merkwürdig verschwommen, als würde es eine Ewigkeit zurückliegen. Obwohl wir alle hautnah betroffen waren, kann niemand den Ablauf genau rekonstruieren. Woran das liegt, kann ich nur vermuten. Aber womöglich ist es eine Art Trauma. In einem Punkt sind jedoch alle Augenzeugen einig. Eosea wurde damals von einigen mutigen Abenteurern gerettet, ohne deren Opfermut niemand überlebt hätte. Ihnen gebührt unser ewiger Dank, doch wenn wir ihren Namen in unsere Gebete einschließen wollen, bleiben unsere Lippen stumm. Wenn wir uns ihre Geschichte ins Gedächtnis rufen wollen, sehen wir nur dunkle Silhouetten, die von grellem Licht umgeben sind. Aufgrund dieses Phänomens nennen wir diese Abenteurer einfach nur die Krieger des Lichts. Ja, natürlich. Typisch Schweinefantasy. Von dir, meine Liebe, erwartet niemand, dass du gleich den Kriegern des Lichts den Rang abläufst. Aber auch du kannst in Gridania viel Gutes bewirken. Jede Hilfe ist willkommen. Also, kann ich auf dich zählen? Dann müssen wir ja nur noch die Registrierung erledigen. Hier ist eine Feder, damit kannst du deinen Namen eintragen. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du leserlich schreiben würdest. Und keine fremdartigen Zeichen, bitte. Klar. Wird gemacht. Eidaria Sampfodel. Der Name gefällt mir. Ja, mir auch. Sonst hätte ich ihn nie ausgesucht. Damit bist du nun ein Mitglied der Abenteurergilde von Gridania. Sieh dich um und fühl dich wie zu Hause. Ich bin sicher, du wirst hier sinnvolle und erfüllende Taten verbringen. Darauf hat Gridania gewartet. Noch so eine nichtsnutzige Vagabundin. So, das waren jetzt andere. Entschuldigung. Fang nicht schon wieder damit an. Gridania ist auf die Abenteurer angewiesen. Die älteste Staatsseherin selbst hat uns darauf verpflichtet, sie willkommen zu heißen. Willst du dich hier widersetzen? Natürlich nicht. Meine Pflicht ist es, die Ordnung in dieser Stadt aufrechtzuerhalten. Genau die gefährden diese Fremden, wenn du dich an die jüngsten Ereignisse erinnerst. Und du da, merk es dir gut. Wenn du Ärger machst, schmeiß ich dich eigenhändig raus, und zwar in hohem Bogen. Och, ich fliege gerne. Kneipen, Schulen, Bars, Diskotheken.
Mach dir nichts draus. Du musst wissen, kürzlich wurden verdächtige Gestalten im Wald der Einkehr gesichtet. Deswegen ist das Klageregiment etwas empfindlich, um es gelinde auszudrücken. Viele denken hier etwas engstirnig und misstrauen allem Fremden, du weißt schon. Aber gib den Leuten etwas Zeit, dann werden sie schon Vertrauen zu dir fassen. Hey, das war mein Spruch. Da musst du ein Patent drauf anmelden. Dann kannst du sagen, das ist dein Spruch. Außerdem, du teilst doch gerne Frisches. Und eigentlich, was deins ist, gehört schon lange mir. Rein mit ins Phrasenschwein. Nicht da. Bis dahin heiße ich dich in ihrem Namen willkommen. Möge dir Gridania zur zweiten Heimat werden. Gott, ich bin jetzt schon kaputt vom Lesen. Wenn du willst, sage ich dir gerne, was es in unserer Stadt alles zu sehen gibt. Doch bitte nicht. Bitte tu es einfach nicht. Ja, abschließen. Nee. Einfach nur nein. Ja. Die Welt von der See liegt vor dir. Lass dich von mir nun in die unglaublichen Abenteuer einführen, die dich erwarten. Ah, ich liebe den Sound. Ich liebe ihn. Schön. Wirklich schön. Warum ist das so weit auseinander? Oh, wichtige Aufträge. Bedeutsame Aufträge, die Geschichte von Eosea und seinen Bewohnern erzählen, werden als Aufträge des Hauptszenarios bezeichnet. Diese Aufgaben sind an dem besonderen Meteor-Symbol zu erkennen. Ah, okay, das sind dann also die Sachen, die ich vorlesen muss. Aber erstmal was trinken. Welchen Energy nehmen wir? Wir nehmen den. Gut. Mirun, die Besitzerin des gleichnamigen Hexenstübchens, möchte dir die Grundlagen des Abenteuerdaseins in Gridania vermitteln. Solle sie dies tun? Als offizielles Mitglied der Abenteuergilde solltest du dich auf jeden Fall in Gridania auskennen. Deshalb stelle ich dir drei Aufgaben, die dich zu den wichtigsten Einrichtungen führen werden. Deine erste Aufgabe ist ein Besuch beim Aetheriten. Dieser massive Kristall steht in Neu-Gridania nördlich von hier. Du kannst ihn gar nicht verfehlen. Der Aetherit ermöglicht dir einen unmittelbaren Transport und ist somit eine unverzichtbare Hilfe im Leben eines Abenteuers. Wenn du den Kristall ausfindig gemacht hast, musst du lediglich dessen Oberfläche berühren. Ein Mitglied des Klageregiments ist vor Ort, um dir weitere Anweisungen zu geben. Ich habe mal nebenher nach Steam, aber das hat Befehle geschaut, aber nichts gefunden. Okay. Also ich habe ja, wie gesagt, kann mal ganz kurz haben. Stimmt, ich komme da gar nicht rein. Dazu müsste ich die Kätzchen ausschalten. Ich werde mal gucken, die Tage, wie das da mit den Befehlen läuft, dann schreibe ich sie einfach unten in die Info mal rein. Dann sollte das ja eigentlich passen. Dann wisst ihr zumindest, was ihr für Befehle habt. Vielleicht mache ich das auch morgen. Aber morgen muss ich mich erstmal ein bisschen um Frisches kümmern. Dann ein paar Papierkram, Angelegenheiten, Quatsch und so weiter. Und ja, dann mal schauen. Aber stimmt, was ich einmal machen kann. Ist. Tada! Kaboom! Okay. Es gibt keinen besseren Ort, um die Künste des Bogenschießens zu erlernen. Sprich mit Etelina. Sie wird dir die Vorzüge eines Gildenbeitritts erklären. Deine dritte und letzte Aufgabe ist ein Besuch der Märkte im Herzen von Alt-Gridania, Handelsbezirk. Dort findest du Waffen und Rüstungen sowie zahlreiche Gegenstände, die eine Abenteurerin auf ihren Reisen benötigt. Es gibt auf den Märkten jedoch mehr zu tun, als Waren zu kaufen und zu verkaufen. Sprich mit
Parvenmontret und befolge seinen Rat. Oh Gott, was haben die für Namen? Er ist allerdings zuweilen ein etwas grantiger Geselle. Biete ihm daher am besten einen meiner hausgemachten Aalpasteten an. Um Gottes Willen. Wie so viele Männer ist er deutlich umgänglicher, wenn sein Magen gefüllt ist. Hier nimm eine Pastete. Gott, ich kann schon nicht mehr lesen. Die Bombe ist größer als bei Katzenviecher. Ja, stimmt. Du hast deine Aufgaben erhalten. Möge Nofika dich auf deinem Weg geleiten. Ah, eine Sache noch. Wenn du unterwegs auf Einwohner der Stadt triffst, die deine Hilfe benötigen, zögere nicht, ihnen zur Hand zu gehen. Ich bin mir sicher, sie wären hoch erfreut, eine Abenteurerin zu treffen, der sie ihren Nöten anvertrauen können. Anfangs wird dir niemand weltbewegende Belange anvertrauen, doch mit jeder guten Tat wird dein Ruf wachsen und mit der Zeit wirst du wichtigere Aufträge angeboten bekommen. Gott. Bitte nicht noch mehr lesen. Außerdem empfehle ich dir, mit dem Lehrmeister zu sprechen. Er kann dir ein paar Tipps geben, um dir den Start ins Abenteuerleben zu erleichtern. Das wird lustig. Die Schuhe möchte ich immer noch haben. Die sind cool. Für die Katze, der was da kommt, verlange Löse, Kate. Yay! Warum immer auf die armen, kleinen und schwachen Katzen?